Nee, und ich bin da mit Metallback 3 und farm hier Metall und hab Argentavis gezählt, zwei Stück. Teleporter ist gerade genommen. Hier auch drei, habe ich gesehen, ja. Achso, habe ich, wie lange habe ich jetzt nicht mehr gehört? Ich habe alles erzählt, was ich gemacht habe hier. Du bestimmt schon 10 Minuten. Echt? Ich habe gesagt, hey cool, 150er Argentavis, 145er Argentavis, sogar gute Damage-Werte. Du warst mute die ganze Zeit. Ja, ich mute und endmute mich immer, wenn ich so hoch ziehe oder wenn ich huste oder sowas. Ich habe vorhin auch gezählt, dass wir seit 24.12. hier arg zocken. Die ersten paar Tage waren zwar ein bisschen Serverarbeiten, aber jetzt sind wir am Zocken hier. Voll geil. Siebter Tag arg heute. Wie geht's dir, Falkenauge? Ey. Wieso musst du jetzt hier rumfliegen? So. Schauen wir mal, was wir hier gewonnen haben. Also einmal in Argentavis mit Damage 33. Ah ja. Einmal mit Damage und Leben 43. Naja. Eine Katze mit Damage 46. Ein Wolf mit 38. Oh, die Katze ist okay. Die haben wir ja vorhin schon gehabt. Hast du es mitbekommen, wie ich gesagt habe, dass random eine Katze hier ist, war? Dass irgendwas getamed wurde. Ja. Was du eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Genau, dann war das letzte Mal. Hast du auch schon gespielt hier, Falkenauge Dingsbums, Akedaki? Das hier an. So. Und jetzt Metall 4. Ja, Metall 4. Okay, let's go. Jedes bräuchten wir noch 150er, zwei Stück mindestens. 450er Max Level Lystrosaurus. Wieso bin ich jetzt hier oben beim Teleporter gespawnt? Hier unten ist direkt noch einer. Stehe nicht. Oh. Das ist Metal 1, ist es hier. Und Metal 4. Ja, da passt es ja. Ich habe einen aufgestellt, wo du schon einen hattest. Können wir uns einbilden, das sind zwei Ports. Noch machen wir Metall, haben wir. Best. Für der Camp, das geht doch gut. Die gehen übel schnell in den Arsch. Ja, die giften ja schon mal, klar. Da kriegen wir auch keine bessere, weil es ein Modding ist. Es geht, aber ich habe immer zwei dabei. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Jetzt wieder am Zappeln nehmen. Rechte Mods ist gefährlich bei der Ding. Bei der Mantel. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Damage skaliert mit dem ganzen Stuff da, mit dem Damage von mir. Weißt du, was ich mal überlegen werde? Zwei. Die Feuerpicke. Geht denn die ab? Hab ich alles getestet. Am Abend habe ich dir doch erzählt gehabt in der Wüste, wo ich da fast gestorben bin.
Die tickt mit 46, 45. Ich habe alle Piken getestet. Feuer, Eis und Gift halt. Und ich dir noch erzählt da hinterher. Und sagst nur Gift. Gift ist geil, Feuer ist also am besten halt. Also Feuer ist halt auch krass. Du musst halt wechseln. Du gehst hin, zündest den an und wechselst dann auf eine andere. Aber Gift ist halt Main. Hast du denn Gift ist halt Main? Muss ich nochmal gucken. Nach dem Blutprint. Ist halt ultra teuer, ne? Oh nein, nein, nein. Der hat eine geile Halbwahrscheinlichkeit. Welche denn? Ich könnte natürlich auch die Schwerter für den. Wollte ich gerade sagen, du hast doch ein super Schwert. Nimm doch das. Aber 1500 Metal Ball. Egal, oder? Du bist doch reich. Ich glaube, ich baue mal die Pickel hier. Machen wir jetzt so ein Crafting? Ach nee, da brauche ich ja wieder ein Vergessenskackmist. Oh nee, die baue ich einfach so. Bau doch das Schwert auch. Nee, ich habe nicht so viel Metall. Du brauchst doch kein vergessenes Ding. Was machst du denn? Oder? Reparatur? Du musst doch nur dieses Ding bauen. Das braucht doch kein vergessenes Ding. Hab gestern 6 Stück davon gebaut. Von was? Von Crafting-Ding. Du hast gerade was verwechselt, glaube ich. Schau nochmal. Das Crafting-Trank braucht das. Ach so, doch. Vergessens. Okay, ich habe gestern 6 Stück gebaut. Okay, hatte ich so viel vergessenes Ding oder was? Okay, 2 Stücke haben wir ja gesagt, wo ich gemeint habe, toll, dann kann ich ja gleich selber machen. Das aber. Das selber machen ist beschissen. Die Picke nehmen zum Töten und die zum Betäuben. Das Schwert wäre geil, wenn es brocken würde dann. Hoch. Weißt du nicht. Was macht. Nehmen wir mal an. Ein Schwert mit 100% oder eine Pik mit 100%? Was macht mehr Schaden? Was hat mehr Grundschaden? Jetzt mal die Krieger aus. Ja. 400 Schaden pro Hit. Er rennt denn hier rum. Ich hab dich gesehen. Guck mal. Spring mal das Dreieck an. 701. Ja. Und wie viel verliert die Haltbarkeit? Ja, geht. Das, und die kostet jetzt. Ja, geht. So kann man gut fahren. Highland. Was machen denn normale Schläge? So. Ohne Anspringen? 400. Was, links, rechts? 400? Nee. Jeder Schlag 400. Ich mach auf dem Ding jetzt hier 133 auf den einen, 190 auf dem anderen, 133 also, normale Schläge auf selber tun. Ich mache weniger, haben Sabertooth auch irgendwelche Panzerungen? 133 mache ich jetzt hier mit dem. 199 auf einmal. Ja, die hatten eben Bonus. Ja, achso, Rudelgedönse da. Meinst du, die krieg ich alle betäubt hier? Ja, habe ich auch schon gemacht. Mehrere Stück, einfach. Ist schon, das reicht schon, weg zum nächsten. Klar, du kriegst 10 Runs betäubt, scheißegal. Muss nur schauen, wegen Ausdauer, da habe ich ein bisschen geskillt. Ich habe jetzt 966 Ausdauer. Ja, alle betäubt da, schau. Dann der fliegt, legt sich auch noch hin gleich. Zack, das war's. Ja. So, das hab ich dir schon vor 3 Tagen versucht zu erzählen, dass das krass ist mit dir. So. 2,75, okay. Ja, aber die haben noch Mate Boost. Naja, trotzdem 2,75. Mach mal 3,79. Mach mal rechte Maustaste kurz. 3,79. Mich würde das Schwert halt interessieren. Okay. 4,11. Alles.
Es muss doch etwas mehr oder weniger Grundschaden haben. Ein Schwert in der Pike mit 100% kann doch nicht gleich Schaden haben, oder? Das ist schon geil. Kriegst du auch super viel Fleisch raus. Ja, sag doch, Diamantis ist einfach das Beste, was es gibt an Tieren. Da geil, ich hab das Fiomia betäubt. Ja, alles. Oh. Schwein rein hast du gemacht. Ja, das wollte ich aber gar nicht. Ja, das macht doch nichts. Jetzt hast du auch das Fleisch von dem. Und betäubt. Zack. Was halt mir aufgefallen ist, wenn du mit der rechten Maustaste anfängst und dann die linke drückst, ist das Torpor wieder auf Null. Leider muss man eine Hyäne folgen mit dem scheiß Ding, sonst hätte ich die schon längst eine geholt. Aber was kann nochmal eine Hyäne besonders? Kann dich buffen oder kann irgendwas mitgehen und machen? Was war das? Keine Ahnung. Bin mir nicht mehr ganz sicher hier. Para One-Shot, pass auf. Naja, passt. Ist das Schwert vom Prozent nicht besser, oder? Aber jetzt, du hast ja auch die Reparaturkosten dann. Und das ist halt im Camp-Verhältnis. Doch, egal. Das 1400 kostet. Ja, stimmt, dann holst du dir halt noch ein bisschen mehr Metall und fliegst hier rum mit der Mantis wie so ein Idiot. Ja, nur schnell gleich fahren ein bisschen. Ah ja, ich natürlich auch. So. Metallraute 05. Let's go. Schöner roter Konto. Schauen wir, was passiert. Hier hinten war ein Obis. Achso. Ich hoffe in der Zeit werden meine Polymer-Dinger produziert, denn ich brauche die. Ich kann halt nicht zu Ende führen, das Ganze ohne Polymer. Ich brauche für ein so Dedicated Storage 55 Polymer. Ach, too much. Schon krank. Ne? Rex immer angesprungen und er pennt. Ja. Und du kannst sogar von hinten mit den normalen Schlägen das machen oder so, weil er trifft dich ja nicht. Du jetzt hinter ihm oder unter ihm, er trifft dich ja nicht. Auch Max Level ist egal. Wie ist das, wenn ich beim Server Taming ausschalte? Was passiert dann? Sind unsere Tiere noch da? Das ist eine komische Frage. Ne, was ich mir gedacht habe, weil die Tiere, die jetzt da sind, sind ja kaum noch Herausforderung für uns. Um eine kleine Challenge zu haben, so als Spaß mal so vielleicht für den Tag, so als Event, ständig die Tiere hoch im Level, aber macht Taming aus, damit man sie nicht tamen kann. Weißt du? Dann können wir ein bisschen rumschauen und uns ein bisschen ärgern lassen von denen. Oder wir ärgern sie. Ich weiß ja nicht, wie hoch. 500? Weißt du, wir können sie ja, halt nicht. Geil. Wir können sie halt nicht zähmen, aber ständig jeder 500 für einen Tag. Nur,
will ich halt gewährleisten, dass unsere gezähmten Tiere halt nicht weg sind dann, aber warum sollten die? Das sind die Optionen weg, dass du zähmen kannst. Oder stell sie auf 1000. Stell sie auf 1000, mach mach Dino Vibe und dann kannst du dein, kannst du mal gegen tausende Giga kämpfen. Ja, geil. Du kannst ihn aber auch nicht betäuben. Oder? Nee, ich glaube, ja, du kannst. Ja, das ist dann ein Erlebnis für dich. Ja, für uns. Für uns beide. Einer lenkt ihn ab, der andere tut, tut hauen wieder an hin und her. Ich bin leider im Urlaub. So. Hab ich kein solches Fleisch mehr? Will mich das Game verarschen? Ja. Wir können, müssen noch nicht gleich auf 1000 machen. Können auch auf 400 machen dann. Das doppelt erstmal. Na klar, müssen gute Tiere sein, aber ich glaube, so mit diesen Tieren schaffen wir 300 oder 500 auch. Ja, ich weiß nicht, ob man sie nicht betäuben kann oder ob sie nur nicht zähmbar sind, weil das ist ein Unterschied. Du kannst ja, kannst du nicht die Alpha-Raptoren auch betäuben, nur nicht zähmen? Oder kannst du die gar nicht betäuben? Bin mir da nicht sicher. Also die Alpha-Tiere. Haben die gar keinen Torpor. Deswegen, ich habe ja schon letztens gesagt, ich brauche so eine Art PTR-Server, so einen Test-Server. Dann habe ich halt einen, wo ich immer Sachen teste und wenn sie dann final sind, tue ich sie rüber. Hatte ich ja früher auch. Aber dann tue ich halt die meiste Zeit nur auf diesen Test-Server verbringen. Bin gar nicht mehr live, weißt du? Weil ich bin nur was am Testen. Das Pad wieder rüber tun, denn ich habe das nur wegen dem Essen. Ist die Cam eigentlich? Achso, ich sehe die Cam gar nicht. Ist der Puls noch okay? Ja. Passt. So. Gut, Metallspot ist hier frei. Mein Ding ist fertig. Müssen wir mal schauen, ob vielleicht Fuffy Space noch ein bisschen Polymer liegt. Mal gucken, vielleicht hat er ja was. Kann ich dir sagen, da ich meine Rüstung ständig repariere, ist Polymer bei 298. Okay, das sind vier Dedicated Storage. Reicht erstmal, danke. Ist meine reparierte Rüstung, deswegen... Jeder mit jetzt. Der Kettensäge Mantis klar killen in der Wüste. Ich hab 100 Polymer aus einem Mantis bekommen. Das meinst du doch jetzt nicht ernst, oder? Komm, ich kann dir doch locker die richtig. 100 Polymer aus einem Mantis. Echt? Ja. Meinst du? Hm? Lass mir mal kurz checken, wie viel Polymer ich eigentlich habe hier. Machst 10 Mantis als 1000 Polymer. Ich pull die mal zu mir. 747 Polymer habe ich gepullt. Das ist doch schon mal was, oder? Da wie viel 75? Und mit der Mantis selbst? Kann ich 10 erstmal herstellen? Geht das? Erstmal 10. Erstmal schöne Zahl 10. Ja, geht sogar. Komm, mal weiter hier. Alter, dieses Ding ist ja krass. Der Warp-Generator hier.
So, wie lange braucht der Rex noch? 77%. Ja. Geht das Breeden wohl erst morgen weiter. Wenn noch irgendwas Geiles, womit wir ein bisschen Spaß haben können. Der neue Affe, aber der wächst noch, ne? Wie lange brauchen der eigentlich noch? Der ist auch erst morgen. Ja. Was haben wir hier? Terrys. Das wollte ich nicht großziehen, weil das eigentlich Schrott ist. Die Rexe, ja, die sind für heute leider am Verhungern gewesen. Der Mantis. Der ist. Ist der Mating ready? Nee. 1:47, dann machen wir 9 Mantis. Alles klar. 1:09, dann machen wir nochmal einen Affe. Das ist der Manara, da habe ich gar nicht geguckt. Man kann die eigentlich wieder hölkern. Theoretisch kannst du doch hölkern, ne? Gex, 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 Gex. Was, schon wieder Mute? Ich quatsch die ganze Zeit hier, Mann. Ich höre gleich auf. Hier, was ist das hier? Der kann uns nicht mehr leiden hier, der Junge. Was ist denn das? Was passiert denn hier dauernd? Ich bin gerade hier die ganze Zeit am Quatsch, dass ich hier einsortiere und dass ich hier 10 Dinge habe, dann habe ich hier das weggetan, dann muss ich den Blueprint machen, muss ich das hin tun, das hin und her. Ich wollte dich gesagt, nicht, frag die anderen, du. Bist einfach immer weg und ignorierst uns. So. 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 Das sind zwei so Sachen. Masch. Mushroom. So, ich. Ist die Batterie wieder leer von der Fernbedienung hier? Ich drücke da drauf. Ich drück drauf, Huste drückt wieder sofort drauf. Und das zweite klickt nicht, geht es wieder im Auto, wie jetzt. Ich brauche noch irgendwas Geiles zum Killen. Ich habe gesagt. Und ich habe gesagt, schau doch nochmal wegen Giga. Vielleicht findet ihr doch einen. Ich hatte schon kommentiert, das Ganze. Hast du irgendwo einen hingespawnt? Ich flieg noch mal eine Runde. Nehmen. Touch. Fliegen wir mal zuerst zur Giga-Insel. Touch Sword. Ich hab so gesagt, dann tue ich jetzt zumindest hier 12 hinstellen. Du musst das Bookshelf weichen. Hab ich das erzählt, dies erzählt? 12 Gigas willst du uns hinstellen. Da bin ich dabei. Nehmen. Wood Sword. Das ist Wood Wool. Wool Sword. Hab ich. Was wolltest du? Wer stellt sich Gigas hin? Rare. Ich hab gesagt, du wolltest uns 12 hinstellen. Echt oder was? Prime Meat Sword. So, hier auf der Insel kann theoretisch einer sein. Aber hier ist keiner. Hier ist nur ein Karno. Nicht demolish. Nehmen. Metal Sword habe ich. Erster Spot scannt. Nix. Okay. Wir können Spot mit auch reintun von mir aus. Einfach alles okay. Reintun. Auf zum nächsten. Spoiled Meat Sword Enter. Aber ich glaube, ich weiß, warum sich Sleepless erstmal eine Wipper geholt hat, weil die, glaube ich, ziemlich schnell sind. Man kann ja zumindest die Insel erkunden, ja? Na klar. So, 4 können wir noch. Mal schauen, was hier noch nicht einsortiert ist. Gibt's nicht irgendeinen anderen Weg? Ich überlege die ganze Zeit, wie man den. Ich! Ne, das wird auch nicht funktionieren. Ich habe gerade überlegt, ob ich eine Idee habe, wie ich den wegkriege. Den Titano, aber das dauert ja 1200 Jahre. Ich habe überlegt, ob ich mit dem neuen Vieh dahin gehe und den die ganze Zeit mit Feuernadeln beschieße. Aber das, der okay, hat ja das so dauert viel echt Welt. Länger. Da bin ich gefühlt 4 Wochen am Verlag. Aber er ist dann weg. Weißt du?
Der ist dann auf jeden Fall weg. Kann mir halt nicht vorstellen, dass die. Oh, da ist wieder ein Tool für. 55. Oh, ich würde gerne diese ganzen Dinger machen hier, warte. Einmal, zweimal, dreimal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier weg ist. Ich habe das halt auch noch nicht erlebt, dass ein Giga einfach so dissipiert. Doch, ich schon öfters. Na klar, der rennt irgendwo ins Wasser, bleibt hängen, ist er weg. Na klar, so haben wir doch früher auch die Gigas getötet. Ja, das wollte Ark ja eigentlich mal patchen. Das stand ja mal damals dann in den Diskussionen, dass sie überlegt hatten, den Oxygenbalken wegzunehmen. Okay. Dass die nicht mehr ertrinken können. Ja, weil das ja alle abused haben. Jeder hat ja, die Gigas ja nur noch. Ja, irgendwie ins musst Wasser du ihn gezogen. Ja ertränken. Und hat sie einfach ertränkt. Naja, der ist ja auch eigentlich nicht tötbar so wirklich. Weißt du? Und dann haben sie aber aufgrund des Hasses gegen die Gigas ja. die Option drinne gelassen, weil ja alle nur noch gesagt haben, Giga, Müll und stört nur, reißt ständig Basen ein. Ich weiß auch nicht, warum das Ding reinkam, so, also so krass früh auch. Also, ich war nie ein Giga-Fan, soll ich sagen. Ich sag mal so, der Giga an sich, für PvP war auch schon geil. Irgendwo. Aber Fleischfarm ist er auch der absolute Meister, finde ich. Du kriegst halt, wenn du Pronto oder sowas mit dem Giga killst, ja, deine Fleischprobleme sind erstmal gone. Aber ja, also hier ist wirklich keiner mehr. Keine Ahnung. Das Problem, was ich halt auch habe, dass manchmal, ich habe ja auch viele Surfer gemacht, ich habe halt immer ein bisschen Angst, so, gerade wenn man so eine Tiere nicht mehr findet. Ich kenne halt Ark, bist du mal als Admin unter der Map lang geflogen? Ja, aber lang nicht mehr. Hast du da Gigas gefunden oder was? Ach, da findest du, früher hat man alles gefunden. Ich habe gehört, dass das jetzt angeblich nicht mehr geht. Ja, siehst du, dann ist alles gut. Weil sie das jetzt so eingestellt haben, dass Tiere, die unten hast du ja einfach Wasser unter den Karten. Dass Tiere, die da reinfallen, automatisch sterben angeblich. Ja, aber sie ertrinken, ist doch gut. Weil in der Cave, okay.